Und weiter geht's. Gerade jemanden töten gemusst, der es gewagt hat zu klingeln. Ja, bitte renn gegen die Wände. Damit hilfst du der Welt, indem du gegen Wände rennst. Das drückt dann nämlich deinen Schädel platt. Und da kann man dann Bäume pflanzen. Für Afrika. Mit jedem Kasten Schleichwerbungsbier, den du kaufst. Oh mein Gott, was passiert mit dem? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir sein Gehirn verletzen werden. Wow, was wir soeben taten. Und jetzt rastet er wieder total aus. Der Typ hat sie nicht mehr alle. Der macht hier alles kaputt, ist voller Rowdy. Ruf die Polizei, das Ordnungsamt. Amnesty International. Er hat sein Auto auf meinem geparkt. Das ist nicht fair. Ich durchschaue deine Taktik. Nachdem du sie mir sagst, Sir. Nein, da will ich gar nicht hin. Kommt, wir müssen noch einmal treffen. Treffen einmal. Wow. Ja, so sieht's dann aus, wenn man total failt und im ersten Level schon stirbt. Das habe ich jetzt mit Absicht getan, denn ich wollte euch zeigen, was dann passiert. Dann kommt man zurück in den tollen Screen mit dieser Kamerafahrt. Da kommt dann eine Spinne. Du drückst auf New Game und verhaust damit gleich alles. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, ciao. Hey, aber jetzt mal im Ernst. Das war der Epic Fail dieses Videos, ja? Ich darf mir in jedem Video einen gigantischen Fehltritt erlauben. Also, von daher. Mache ich eigenartige Geräusche mit meinem Controller? Komme zur Ruhe und lade den Safe. Und es lädt. Und das Bild wurde abgeknabbert. Ich mag den Soundtrack zu diesem Spiel. Nach zweitem Anschauen kann man jegliche Cutscenes überspringen. Das finde ich auch sehr sinnvoll und toll. So, lauf du nur gegen deine Wände. Wie so ein kleines Kind, das sauer ist, weil es heute mal nichts zu essen bekommt. Und gestern auch nichts. Ich meine, das ist nichts Schlimmes. Lernt es endlich, Kinder. Es kann nicht jede Woche was zu essen geben. Das ist doch voll... Ihr seid so dekadent. Zweimal im Monat was trinken? Ihr reichen Bonzen. So. Wir möchten auf deinen Kopf. Und die Hälfte deines Lebens ist fort. Und das freut mich. Sowohl hier als auch dort. Jetzt kommt wieder das lyrische Stimmlein in mir heraus. Was zur Hölle? Erklärt mir, worüber ich rede. Und ich lache euch aus, weil das total sinnlos ist. So. Habe ich auch mal was zu lachen, ne? So. Wir tanzen jetzt mit diesem Ballerina-Dino. Oh Gott. So. Ich will nur auf deinen Schwanz. Hat Schwanz gesagt. Damit wäre er erledigt. Endlich, er ist tot. Der Frieden in der Welt ist wiederhergestellt. Eigenartige zweidimensionale Stücke Knochen fliegen durch die Luft. Das ist ein Zeichen von Frieden in einigen Kulturen. Doch was passiert nun? Was geschieht dort? Oh, fuck. Ja, da seht ihr richtig, ne? Es ist ein Flugsaurier. Der fliegen kann. Das wäre kein Flugsaurier, sondern ein Elefant. Weil die einzigen Wesen, die nicht fliegen können, sind bekanntlich Elefanten. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Der jagt gerade den Raum in die Luft, das ist überhaupt kein Problem. Ich laufe eigentlich nur hier hoch, weil hier ein bisschen Leben liegt. Ist eine gute Strategie, normal sagt man ja nicht so derbe wie ich und normal muss man hier gar nicht Leben neu auffüllen. Aber ich musste es halt tun.
Hört auf, mich zu schlagen. Hört ihr auf? Ich hasse euch dafür. Hätten eure Eltern nicht mal besser hier verhüten können mit den Knochen da? Das geht ja mal gar nicht. Ich fühle mich wie ein Aschenbecher. Nein! Okay, ich wollte gerade einen Witz bringen, aber der ist ein bisschen zu viel. Egal! Zu viel des Guten schadet. Schusswaffengebrauch ist gut. Aber ein Schuss zu viel und es ist vorbei. Auf Wiedersehen, du Elefant. Die mega realistische Explosion reißt die Framerate in den Keller. Hoffentlich sieht man das nicht in der Aufnahme. Wir können den Level jetzt verlassen. Können wir. Wie ihr seht, ist jetzt über meiner Lebensanzeige so ein Fläschchen dazugekommen. Das ist sozusagen einmal 300 weitere Lebenspunkte. Ein komplettes Leben zusätzlich praktisch. Kann auch jederzeit aufgefüllt werden. Das Labor des Professors. Wir bauen heute schon die Monstrositäten von morgen. Erinnert ihr euch an den Kelch, den wir gesammelt haben? Dadurch können wir jetzt auf diese Fläche treten. Ah nein, jetzt erklärt der Idiot uns erstmal alles. Warte. Gib mir dein Geld. Ah, well done, Winston. I see you managed to find him after all. Fortescue, pleased to meet you. I should imagine that you are a little nonplussed as to what exactly is going on, eh? Well, allow me to introduce myself. Professor Hamilton Kift, magician, inventor, and master of the occult at your service. If you're wondering what you're doing once again walking the earth, it appears that someone has got their hands on the legendary Xerox spellbook. Xerox? Well, people like myself have been searching for that book for centuries. The power within its pages, Well, last year certain pieces of the book turned up, and this is the result. Total chaos! First, we have to find the extent of the damage, don't we? I myself am imprisoned in this god-awful pit without any power. Top priority is to get this place into suitable shape to start waging a little guerrilla war. Has Winston told you about collecting magic? He has. Oh, good, good. Well, off you go then. Select where you want to go on the projector over here. Also, if you collect the chalice, I should be able to reward you with a new weapon. You can collect this off me here. Genau, also jetzt holen wir uns unsere Belohnung für den ersten Level, für den ersten Kelch. Cane stick, sir? No modern knight should be seen without one. Das da ist für die nächsten paar Level eine meiner absoluten Lieblingswaffen. Normal stechen wir damit zu, total nutzlos. Aufgeladen allerdings macht es diese nette Attacke. Ihr werdet sehen, wie genial die ist. Auf geht's zur nächsten Mission. Vorher machen wir hier Pause und sehen uns genau hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.